Herzlich willkommen hieß es Samstagabend am Ball der Bürgerkorpskapelle Regau. Den Ball der Bürgerkorpskapelle gibt es jetzt seit genau 58 Jahren. Und er ist eigentlich zustande gekommen dadurch, dass eigentlich Musiker gesagt haben damals, sie wollen irgendwas Gesellschaftliches, was Lustiges machen und dass wir uns einmal treffen mit einer Musik. Damals hat es ja Tanzmusik in dem Sinne noch nicht gegeben. Und so ist es eben entstanden im kleinen Rahmen und es wird immer größer geworden und so ist der heutige Ball eben so, wie der Musikerball jetzt da ist. Was wird heute alles geboten? Es gibt, wenn ich von Beginn an anfangen darf, eine Damenspende. Unsere Musiker haben sich was einfallen lassen, einen Musiknotenschlüssel. Dann gibt es eine Tombola, eine große mit 6 wertvollen Hauptpreisen, eine Mitternachtseinlage, die gestaltet wird durch eigene Musiker. Ja, natürlich viel Tanzmusik, viel Tanzerei und gute Stimmung natürlich auch. Alt und Jung versammelten sich, um an dieser rauschenden Ballnacht teilzunehmen. Du Christoph, ich glaube, du bist heute der jüngste Ballbesucher, ist das richtig? Ja, ich glaube schon, weiß auch nicht. Oder bist du schon öfters auf dem Ball gewesen? Ja, vorige Woche am Ball der Österreicher und vor 2 Jahren bin ich auch schon am Ball von Regau gewesen, weil ich vor 2 Jahren da zur Musik gekommen bin. Ja. Wie gefällt es dir denn bei der Musik? Ja, es ist recht interessant. In den Proben zum Beispiel ist es immer lustig. Ja, man lernt auch viel in jeder Probe dazu. Ist recht lobenswert. Und wie gefällt es dir da auf dem Ball? Ja, Unterhaltung ist gut. Musik ist auch super. Bringt sich schon was. Wärst du heute noch ein paar Mal tanzen? Ich glaube nicht. Warum nicht? Weiß nicht. Trau mich einfach nicht. Nachdem man das Tanzbein geschwungen hat, gönnte man sich in gemütlicher Atmosphäre eine prickelnde Erfrischung. Den Ball der Bürgerkorpskapelle Regau zeichnet aus. Ich glaube, dass es eine ganz gute Stimmung ist. Man unterhält sich ganz gut. Das ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, die Musik hat sich das verdient, dass man den Ball auch besucht. Was zeichnet den Musikerball aus? Ja, was zeichnet den Musikerball aus? Ich glaube, es gibt irrsinnig viele Musiker, die ja Freunde haben, die Freunde auch mitnehmen. Und es ist ja ganz eine klasse Gesellschaft. Und das ist das Gemütliche eigentlich. Das ist das, was ein Musikerball auszeichnet. Ja gut, als Regauer ist es Pflicht, dass man auf den Ball geht und man kennt viel Leute, man kennt die ganzen und... Ich sag mal, die familiäre Stimmung. Man trifft eigentlich immer wieder bekannte Gesichter und jeder kennt sich. Und das macht es eigentlich aus. Ja, dass die Musiker miteinander feiern, dass wir die Leute unterhalten, die zu unserem Ball kommen und dass es einfach auch Gaudi ist. Der Höhepunkt des Abends war eine tolle Mitternachtseinlage, die von den Musikern mit viel Begeisterung und Engagement gestaltet wurde. Im Anschluss ließ man den Abend in geselliger Runde ausklingen.